Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie jetzt zum 10. Modul aus unserem Modul 15, es ist wieder schon richtig kompliziert, begrüßen zu können und erlaube mir, dass wir zum Thema Politik und Verwaltung heute einige empirische Ergebnisse von politikwissenschaftlichen Untersuchungen analysieren können. Ich glaube, dass es ganz spannend ist, dass wir uns anschauen, wie Vertreter der einzelnen gewaltenteilenden Elemente, in unserem Fall besonders aus dem Parlamentarismus, von der Bevölkerung gesehen werden, wie sie sich selber sehen und wie sie ihre politische Rolle und ihre Aufgaben definieren. Wir haben ja gestern die These gehört und diese These hat die Judikative in Form der Richtervereinigung unterstrichen, aber auch die sozial- und politikwissenschaftliche Literatur geht davon aus, dass die Legislative, also der Parlamentarismus, eigentlich in der Krise steckt. Wir sprechen ja hier auch von der Krise des Parteienstaates, wir sprechen hier vom Bedeutungs- und Amtsverlust des Parlamentarismus, vom Machtverlust der Legislative, weil es ein Übergewicht der Exekutive gibt, die scheinbar auch die Judikative bereits also zurückgedrängt hat. Wie das Ganze jetzt auch im empirischen Befund ausschaut und über längere Fristen hinaus ausschaut, wollen wir uns heute in etwa 5 bis 10 Modulen anschauen. Das österreichische Politikverständnis ist das erste große Thema und das zweite ausgewählte Untersuchungen aus einer umfassenden internationalen Arbeit zu den Abgeordneten für Österreich hat diese Arbeit, es dauert natürlich immer einige Zeit, bis die empirisch aggregierten Daten dann auch ausgewertet sind. Deswegen trifft das noch eine Abgeordnetenzusammensetzung SPÖ, FPÖ, Grüne, Freiheitliche, Liberale, wo es die Große Koalition gegeben hat. Also hat noch nichts mit der jetzigen Regierung zu tun, während der Befund, den wir gleich jetzt machen, das österreichische Politikverständnis, ein ganz neuer ist. Der ist erst 2002 herausgekommen und ich habe schon gestern darauf hingewiesen, dass Fritz Blasser und Peter Ullram ja eigentlich hier Pionierarbeit in diesem Bereich leisten und also laufend Werke vorlegen, die für uns auch sehr spannend sind. Und jetzt möchte ich einfach mit Ihnen solche Themen durchgehen und vielleicht immer wieder einen kleinen Einwurf aus Sicht eines Politikwissenschaftlers machen, dort wo ich auch glaube, dass es für uns als Verwaltungsmanager von Interesse sein kann. Das österreichische Politikverständnis, ich habe die Quelle angegeben, ein hochinteressantes Buch. Wenn Sie sich anlässlich Ihrer verschiedenen Graduierungen belohnen wollen, dann kaufen Sie sich das, es ist wirklich exzellent. Das österreichische Politikverständnis, erstens politisches Interesse und politische Involvierung. Es ist ja so, dass die Politiker oft eine andere Innensicht haben, als von der Bevölkerung wahrgenommen wird. Wir glauben auch als Amtsmanager, als Politiker, als Mandatare, dass Politik das zentrale Thema der Österreicherinnen und Österreicher ist. Und jetzt schauen wir uns an, ob das wirklich so ist. In Österreich verfolgt jeder Dritte das politische Geschehen mit starkem oder sehr starkem Interesse. Nicht einmal ein Drittel. 36% interessieren sich nur mäßig für Politik. 3 von 10 stehen politischen Vorgängen gleichgültig bis distant gegenüber. Brutal ausgedrückt, 2 Drittel, das ist eigentlich wurscht. 31% der politisch stark Berührten berühren politische Themen bei Gesprächen im Freundeskreis oft und weitere 63% gelegentlich. Das heißt, sogar die politisch sehr stark Interessierten sind nur zu einem Drittel bereit, auch darüber überhaupt mit anderen zu sprechen. Von den wenig und gar nicht Interessierten meiden hingegen 2 Drittel politische Gesprächsthemen überhaupt. Also Politik ist nicht wirklich so stark in Diskussion, wie wir uns das alle vielleicht wünschen würden. Insgesamt kann man sagen, dass 12%, das ist also jeder Achte, über Politik diskutiert, 60% gelegentlich und 28% in Gesprächen mit Freunden und Kollegen überhaupt nicht über Politik reden. 32% der Österreicher kann man als interessierte Beobachter klassifizieren. Bei ihnen verbindet sich starkes politisches Interesse mit regelmäßiger Nutzung politischer Berichterstattung. Fast ebenso zahlreich sind mäßig interessierte Beobachter, die sich nur sporadisch für Politik interessieren, aber täglich bzw. wöchentlich die innenpolitische Berichterstattung in den Massenmedien verfolgen. Man kann also hier eine auch interessante Konsequenz sozusagen feststellen, dass natürlich das Politikverständnis sehr stark geprägt wird, auch von der Berichterstattung in einzelnen ausgesuchten Massenmedien. Und wir wissen ja, dass wenn wir die Leitmedien in Österreich, das ist vor allem der ORF, wir kommen dann zum Medienkonsum noch,
aber auch die großen auflagenstarken Tageszeitungen ansprechen, bereit in der Lage sind, Politik zu machen. Mit bestimmten Grenzen. Wir wollen ein bisschen, vielleicht bleibt uns die Zeit auch in den Pausen darüber zu reden, dass ja auch verschiedene Kampagnen, die selbst die Kronenzeitung unterstützt hat, dann nicht das politisch gewünschte Ergebnis gebracht hat. Also auch hier stößt man an gewisse Grenzen. Aber natürlich ist es leichter, eine Kampagne zu führen mit solchen Medien im Hintergrund. Wir haben auch noch desinteressierte Beobachter, das sind 17% der Wahlberechtigten. In dieser Gruppe sind Frauen, Angehörige der unteren Bildungsschicht und ältere Menschen deutlich überrepräsentiert, die eigentlich überhaupt nicht interessiert sind an Politik und politischer Berichterstattung. Es ist so, dass wir einen kontinuierlichen Anstieg an politischem Interesse haben. Seit den 70er Jahren ist also schon das Interesse an Politik gestiegen. Und wir haben aufgeholt. Also es war gegenüber Deutschland, sagt Ulram und Plasser, sind wir immer hinterhergehangen, was politisches Interesse anlangt. Jetzt haben wir einen ganz normalen Aufholprozess gestartet. Man kann in Österreich von einem partiellen Mobilitätsschub sprechen, weil der Anteil politisch stark Interessierter zunächst auf ein Viertel und dann auf ein Drittel der Wahlberechtigten angestiegen ist. Man klingt sehr gut, wenn ich sage, jeder Dritte interessiert sich überhaupt für Politik oder ist an Politik stark interessiert, wenn zwei Drittel überhaupt nicht oder wenig Interesse für Politik empfinden. Im Vorjahr haben sich 33%, das ist immer wieder dasselbe, für politisches Geschehen stark interessiert, 36% eben mäßig sich dafür interessiert, 30% überhaupt nicht. Das ist also diese Dreidrittelgesellschaft. Ein Drittel kann man wirklich ansprechen mit politischen Themen, zwei Drittel nicht. Die mentale Anteilnahme der österreichischen Bevölkerung entspricht mittlerweile weitgehend dem Grad politischer Involvierung auch der deutschen Bevölkerung. Da ist es also insgesamt ähnlich. Auch ein Viertel in Deutschland zeigt sich an Politik überhaupt nicht interessiert. Das ist sozusagen jetzt das politische Interesse. Kommen wir zum Thema der politischen Effektivität. Und zwar ist dort auch gemeint staatsbürgerliche Kompetenz. Es kann ja sein, dass ich an Politik sehr stark interessiert bin und nichts davon verstehe. Noch schlimmer wäre es, ich bin in der Politik und verstehe davon nichts. Auch sowas soll es geben, aber schauen wir uns einmal an, wie die Staatsbürger ihre eigene Kompetenz hier ansehen. Für Österreich ist ein langsamer, stetiger Anstieg staatsbürgerlicher Kompetenz nachzuzeichnen. Noch in den 70er und den frühen 80er Jahren wurde der politische Prozess mehrheitlich als weitgehend unverständlich und die Stimmabgabe bei Wahlen im Regelfall als einzige Möglichkeit angesehen, auf die Regierung Einfluss zu nehmen. Ich meine, bei all diesen Fragestellungen müssen wir schon unterscheiden, habe ich das Gefühl, ich kann etwas bewirken oder habe ich tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu bewirken? Wir kommen ja noch darauf, und da gibt es dann ein Art politikwissenschaftliches Paradoxon, dass je mehr die Leute von Politik verstehen, desto weniger glauben sie, darauf Einfluss nehmen zu können. Und das verstehen manche nicht. Ich verstehe das sehr gut, weil je mehr man davon weiß, desto eher weiß man, dass man tatsächlich nichts oder wenig verändern kann. Aber wir werden das sicher noch Schritt für Schritt besprechen können. Das politische Effektivitätsbewusstsein der österreichischen Bevölkerung lag deutlich unter diesen Vergleichswerten in Westdeutschland, den Niederlanden, Großbritannien und den USA. Es ist nämlich ein sehr großes Verdienst von Ulram und Plasser. Plasser ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Innsbruck und Ulram ist Dozent an der Uni in Wien und gleichzeitig also ein Sozialforscher, dass sie nicht nur die österreichischen Befunde erheben, sondern selbst auch Befunde in anderen westeuropäischen Demokratien, damit man auch hier eine Vergleichbarkeit hat. Wir haben ja immer davon gesprochen, wenn ich Systeme vergleichen will, dann muss ich ein System als gesamtes, als komplexes System miteinander vergleichen. Und so muss ich auch die österreichischen Zahlen immer im Verhältnis und Vergleich zu anderen Zahlen sehen. Weil sonst weiß ich ja nicht, wie sich die Sachen entwickelt haben und warum sie so oder so sich entwickeln. Man geht dann auch der Frage nach, wie ist das, wenn die Regierung neu gebildet wird und es dann Oppositionskräfte gibt, die, weiß ich nicht, jeden Donnerstag eine Anti-Regierungsdemonstration machen, über die die Medien breit berichten, hat das dann einen Einfluss auf politische Berichterstattung überhaupt? Ist so etwas wie ein Regierungswechsel mit der verbundenen medialen Aufmerksamkeit und verschiedenen kräftigen Sagern von Politikern sozusagen eine Möglichkeit, einen Mobilisierungsschub zu erzeugen, dass das Interesse an Politik geweckt wird? Sind so Sager vom Heider wie der eine ist ein Landesverräter,
angetan, das Interesse an Politik zu wecken, oder resignieren die Leute eher und sagen nach diesem Faust, politisch Lied ein garstig Lied? Das versuchen also solche Forscher auch in den Griff zu kriegen. 4 von 10 sind überzeugt, das politische Geschehen zu verstehen und sich in einer politischen Funktion bewähren zu können. Also das ist eine für mich ganz interessante Aussage, dass ein Viertel der österreichischen Bevölkerung sagt, das kann ich auch. Was natürlich auch von einem grundsätzlichen Missverständnis ausgeht. Mir fällt da immer ein interessanter Satz ein. Schiller hat einmal gesagt, Demokratie ist Unsinn. Mehrheit ist stets bewegen nur gewesen. Also Verstand ist stets bewegen nur gewesen. Und dann lässt sich das ja fortsetzen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Seitdem von Schiller Ward zu lesen, Verstand ist stets bewegen nur gewesen, glaubte die Menge wahnbetört, dass sie zu diesen wenigen gehört. Also man überschätzt sich schon gewaltig, wenn man sagt, ich bin in der Lage, politische Ämter zu übernehmen. Also bei all der auch legitimen Kritik an politischen Entscheidungsträgern, so einfach, wie sich das viele Leute vorstellen, sind politische Ämter nicht. Also es ist schon mehr als bei Vernissagen, die Brötchen wegfressen und Bierfässer anstechen. Also das ist vermittelte Politikbild. Manche sagen, das kann ich auch da drin sitzen und Geld verdienen. Also das ist natürlich nicht gemeint. Drum glaube ich, dass wenn 40% sagen, dass sie das politische Geschehen verstehen, ich bin nicht arrogant, aber ich verstehe es teilweise überhaupt nicht. Und wenn man sich dann auch noch zutraut, politische Ämter zu übernehmen, natürlich muss man wissen, welche politischen Ämter hier gemeint sind. Das ist ja die breite Palette. Bogumil spricht von den Freizeitpolitikern, was eher Frechheit ist, also die nebenberuflichen Politiker, bis hin zu einem wirklich extrem herausfordernden Job wie Minister oder gar Bundeskanzler. Ich meine, das sollten sich also die wenigsten wirklich zutrauen. Fazit ist jedoch, schreiben auch die beiden Forscher, dass der Glaube an die Responsivität, wir haben diesen Begriff gestern ja bereits gemeinsam verwenden dürfen, hier ist die Rückkopplung des politisch Handelnden mit den von ihm zu repräsentierenden Bevölkerungsgruppen gemeint. Also hat es überhaupt sozusagen einen Rückkopplungseffekt der politischen Eliten in Österreich weiterhin gering. In Österreich glaubt nur jeder Vierte, dass man auf Regierungsentscheidungen Einfluss nehmen kann. In Deutschland immerhin jeder Dritte. Was hingegen Zweifel an der Responsivität politischer Parteien betrifft, ist die Parteienskepsis in Deutschland noch verbreiteter als die ohnehin ernüchternden Werte in Österreich. Also das ist das, was die Politikwissenschaftler immer wieder auch als diese Krise des Parteienstaates ansehen, dass die politischen Parteien, die eigentlich über die ganz einfache Betätigung im kommunalen Bereich hinaus, die wir Bürgerinitiative oder verschiedenste Bürgerpartizipationsmodelle auf kommunaler Ebene bezeichnen, dass also über diese direkten Mitwirkungsrechte hinaus habe ich ja eigentlich als Bürger wirklich nur eine Chance, mich über eine politische Partei an der Willensbildung der Politik zu beteiligen. Und dass man dieses Instrument der Partei, wie Blasser und Ulrich sagen, ernüchternd betrachtet, ist sicher eine Krise für unser politisches System und zeigt ja auch, dass die politischen Parteien entsprechend nicht mehr wirklich so gewählt werden. Und ich glaube, wir werden erstmalig unter Wahlergebnisse, also Wahlbeteiligungen von unter 50% kommen. Bei der EU-Wahl werden wir möglicherweise nur 40% Wahlbeteiligung haben. Und das ist dann schon ein sehr brutales Zeichen, dass man überhaupt nicht erwartet, dass über solche Parteien Einfluss genommen wird. Selbst bei so wichtigen Fragen wie der europäischen Parlamentswahl. Interne und externe Effektivität stehen zwar miteinander in Zusammenhang, repräsentieren aber verschiedene Dimensionen, die auch bei einzelnen Personen unterschiedlich ausgeprägt sind. Die Kombination beider Einstellungsebenen ermöglicht ein differenziertes Bild politischen Effektivitätsbewusstseins der Österreicher wie verschiedener Subgruppen der Bevölkerung. Also die Frage ist immer, kenne ich mich aus als Bürger? Und kann ich etwas erreichen? Glaube ich, auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen zu können? Natürlich muss man auch hier wieder unterscheiden, auf welcher Ebene. Es gibt durchaus also politische, oder es gibt, sagen wir mal, Eliten, die den Reichtein anrufen. Also wenn ein bedeutender Unternehmer den Bürgermeister anruft, dann kann er sicherlich maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungen nehmen, vermute ich mal. Das hängt also immer auch davon ab, auf welcher politischen Ebene wer versucht, sich also politisch hier Einfluss zu verschaffen.
Wir haben hier verschiedene Einstellungen, die untersucht worden sind. Und da gibt es eine statistische Clusteranalyse. Ich habe immer, wenn irgendein Wort eingeführt wird, das Politikwissenschaftler einfach so verwenden, mir erlaubt, darunter hinzuschreiben, was darunter verstanden wird oder darunter verstanden werden könnte. Bei Clusteranalyse versteht man also im Sinne der Sozialwissenschaften verschiedene Verfahren, in denen sich große Datenbestände oder Bilder finden lassen, die man dann standardisiert und typisiert, also dass man einfach Ähnlichkeiten zusammenbringt. Wenn ich sehr viele Befunde habe, dann kann ich sie ja nicht wirklich vergleichen. Jetzt schaue ich, finde verschiedene Einstellungen und Typen, kann ich sie beschreiben, dann kann ich das sozusagen die großen Datenbestände in einzelne übersichtliche Clustern, also zusammenhäufen. Es gibt die optimistische Kompetenz. 15% der Österreicher gehören dazu. Die verfügen über die positive Einschätzung eigener Fähigkeiten und der Responsivität des politischen Systems. Das sind so Lucky Guys, nicht? Er selber ist clever und die Politik ist auch super und die halten sich an das, was die Bevölkerung sozusagen möchte, immerhin 15%. Optimistische Kompetenzschwäche, die Angehörigen diesen Tipps haben nur wenig Vertrauen in die eigene politische Kompetenz, glauben aber an die Responsivität des politischen Systems. Ich selber verstehe nichts, aber die werden es schon richtig machen. Das sind 13%. Hier haben wir überdurchschnittlich junge Menschen und Arbeiter. Also wundert einen auch dann nicht, wenn man sich anschaut, wo diese Leute herkommen. Meine junge Leute sind grundsätzlich optimistisch und sagen, eigentlich interessiert es mich nicht, aber das wird schon kloppen. Die pessimistische Kompetenzschwäche, das sind beide Cluster, die 27% der Wahlberechtigten vereinen. Da hier sind Zweifel an der eigenen politischen Fähigkeit, aber auch die Fähigkeit, Offenheit und Beeinflussbarkeit des politischen Systems. Also ich kenne mich nicht aus und es nutzt aber eh nichts, wenn ich mich auskenne. Hier sind besonders Frauen vertreten, mehr als doppelt so viel wie Männer. Pessimistische Kompetenz charakterisiert die Einstellung von 13% der Wahlberechtigten. Das sind Personen, die sich für politisch qualifiziert halten, aber im politischen System zu wenig Handlungsspielraum für gezielte Aktivitäten erblicken. Das sind also solche, die das System für generell wenig beeinflussbar halten. Es sind dies weniger gebildete Personen, die der SPÖ zuneigen. Ich würde mich selber in diesem Bereich einordnen, neige aber nicht also der SPÖ zu, muss ich auch sagen. Das ist darum eher. Ja? Aber ich bin der Meinung, ich kenne mich ein bisschen aus und nutzt mir aber nichts. Also das ist sozusagen diese pessimistische Kompetenz. Der verhaltene Pessimismus, das politische System gilt als wenig beeinflussbar. Die eigene politische Kompetenz wird als eher mäßig beurteilt. Das sind Männer mit mittleren und älteren Jahrgängen, also mittleren und älteren Jahres. Politisch Interessierte, wie der Eindruck des Politikversagens, sind verbreitet. Also man interessiert sich dafür, so wenn man im Kameradenkreise über den Weltkrieg spricht, ja, aber man glaubt also, dass die Politik heutzutage eh nichts mehr zusammenbringt. Das früher möglicherweise alles anders war, könnte man hier unter die verhaltenen Pessimisten einordnen. Zögerliche Unbestimmtheit, Angehörige dieses Typs sehen sich weder besonders politisch qualifiziert, noch definitiv unqualifiziert. Natürlich bei aller Vorsicht bei solchen Befragungen und auch bei allen Kontrollmechanismen, die es da gibt. Das andere sagt, ich bin ein absoluter Trottel in dem Bereich, das passiert eh selten. Also das ist ja ungefähr so, wie man die Österreicher fragt, wie sie sich als Liebhaber einschätzen. Also da müsste ja unentwegt eigentlich geliebt werden, wenn man das ja herausfiltert, was da die Österreicher sich selber zutrauen. Und was, wenn man dann feststellt, was sagen die Frauen dazu, dann gibt es da eine Lücke. Ja? Also das ist so, die eigenen Schwächen werden eher kaschiert. Zögerlich, also sind weder besonders qualifiziert noch definitiv unqualifiziert. Ähnlich inkonsequent oder inkonsistent fällt auch die Einschätzung der Responsivität des politischen Systems aus. 22% gehören dazu. Frauen häufiger als Männer, jüngere häufiger als ältere. Kommen wir zu einer sehr spannenden Frage, nämlich dem Vertrauen in politische Institutionen. Wir haben ja schon verschiedentlich über Institution Building in Österreich gesprochen. Wir haben uns einmal unterhalten, dass Österreich in mehr Ebenen aufgebaut ist, dass wir nicht nur eine territoriale Gliederung haben, wir haben auch eine hierarchische Gliederung. Wir haben daneben auch eine Gewaltenteilung, also jede Menge politischer Institutionen, sehr viele davon, die ja auch im Verfassungskonvent derzeit neu orientiert und ausgerichtet werden sollten. Und jetzt die Frage, wie sieht denn überhaupt die Bevölkerung diese politischen Institutionen, welche Effektivität traut man ihnen zu, welche
Welche anderen Befunde werden diesen Institutionen zugeschrieben? Ich meine, es ist ungeheuer wichtig, dass man ein gewisses Vertrauen in politische Institutionen hat. Weil habe ich kein Vertrauen mehr in ein System der Rechtssicherheit beispielsweise, dann werde ich ordentliche Gerichte nicht mehr anrufen, dann werde ich meine Angelegenheiten selber regeln, dann gibt es kein Gewaltmonopol des Staates mehr, dann gibt es also Anarchie. Also es ist für einen Staat schon ganz, ganz wichtig, dass die Staatsgewalt, und die wird ja ausgeübt und repräsentiert und legitimiert von Institutionen, ein zumindest Mindestmaß an Vertrauen hat. Es muss mindestens ein größeres Vertrauen sein, als also in anderen Systemen oder in andere Systeme hineingesetzt wird. Da gibt es also politische Implementierungsinstitutionen, das sind Gerichte, Polizeibehörden, die stehen an der Spitze der institutionellen Vertrauenshierarchie. Man hat also in die Gerichte, auch in die Behörden, das wird also die Vertreter aus der Exekutive, jetzt im Sinne von Regierung gefallen, hat man also höheres Vertrauen. Ihnen wird bei allen Schwankungen, die es immer wieder gibt, weiß ich nicht, wenn einsperren und vergessen und der verhungert fast, das ist aber nach ein paar Tagen wieder vergessen, von einer absoluten oder relativen Mehrheit der Staatsbürger Vertrauen ausgesprochen. Mehr oder minder artikuliertes Misstrauen bleibt auf vergleichsweise kleine Minderheiten beschränkt. Also 12% haben kein Vertrauen in die Polizei, 19% in die Gerichte. Auch 19% haben kein Vertrauen in Behörden und Ämter. Aber es ist immerhin jeder Fünfte. Es ist also nicht eine verschwindende Minderheit, sondern doch eine starke Minderheit. Manche politische Parteien würden sich freuen, wenn sie 19% der Stimmen hätten. Dieser Befund gilt für alle relevanten soziodemografischen und politisch-weltanschaulich definierten Gruppen. Das heißt, es existiert ein beträchtlicher Vertrauenspolster in Alltagsinstitutionen des Staates, der auch kurzfristige Irritationen und Einbrüche im Vertrauensniveau anderer Institutionen aufzufedern imstande ist. Also ganz generell kann man schon sagen, 4 von 5 Österreichern haben ein grundsätzliches Vertrauen in diese Institutionen. Gericht, Polizei, Behörden, Bezirkshauptmannschaft. Also ich glaube, man wird wenig finden, die sagen, da sitzen lauter Gauner in der Bezirkshauptmannschaft. Also das ist, hat ein sehr hohes Vertrauen. Ich sage wenig. Das ist so. Natürlich, wenn jemand irgendwann einmal glaubt, das ist im Unrecht geschehen, aber das sind eben Ausreißer und die haben ja in einer generellen Einschätzung nichts verloren. Intermediäre Institutionen, habe ich die Definition eben drunter geschrieben, das kommt von Intermedius, zeitlich, räumlich oder sachlich dazwischenliegend, der gesellschaftlichen, pluralistischen Gesellschaft, Gewerkschaften, Medien, sowie wettbewerbsorientierte politische Institutionen, darunter versteht man die Parteien, das Parlament, gelten hingegen als wenig vertrauenswürdig. Also die Bezirkshauptmannschaft ja, die Partei nein, kann man sozusagen sagen. Selbst Gewerkschaft und Medien. Interessant ist, das ist ja auch immer so eine Ambivalenz. Man sagt, die in der Zeitung schreiben eh was wollen. Aber wenn über Nachbarn drinnen steht, dass er betrunken über die Straßen gerannt ist und das zusammengeführt haben, dann wird das einmal ganz augenscheinlich geglaubt, auch wenn man sagt, die war ja gar nicht dort. Also auch wenn man weiß, dass vieles nicht stimmt oder glaubt zu wissen, dass vieles nicht stimmt, das, was dann drinnen steht, glaubt man dann schlussendlich doch wieder. Also ich habe das auch im politischen Kreis erlebt. Politiker, die ihre eigene Rede nicht wiedererkannt haben in der Zeitung des nächsten Tages und gesagt haben, das ist ja unglaublich, was die Zeitungen aus meinem wertvollen Beitrag gemacht haben, zweifeln dann überhaupt nicht an, dass die Zeitung bei einem anderen Politiker nicht das Richtige schreibt. Ganz interessant. Also hier schlägt sich die Eigenerfahrung nicht also tatsächlich zu einer ganz kritischen Hinterfragung nieder. Darum sind auch solche Befunde natürlich immer auch zu hinterfragen. Aber den politischen Parteien wird von 55% der Österreichern das Misstrauen ausgesprochen. Also mehr als die Hälfte glaubt, dass man Parteien nicht trauen kann. Das ist fast nur ein bisschen wenig. Bei Gewerkschaften trifft dies auf 48% zu, beim Parlament auf 33%, bei der Regierung auf 42%. Jetzt kommt aber dann eh schon diese Einschätzung, wenn ich eine Regierung habe, die ich absolut nicht will, und das ist ja ein Befund, der nach der ÖVP-FPÖ-Regierung entstanden ist, auf einmal gibt es eine schwarz-blau, oder in dem Fall war sogar eine blau-schwarze Regierung, mit der man nicht gerechnet hat, ne? Dann bin ich als Sozialdemokrat schon extrem enttäuscht, dass der als Dritter auf einmal Erster wird. Ne?
dann ist das auf einmal schon ein sprunghaftes Ansteigen des Misstrauens. Also das ist schon ein bisschen Fücklung, nicht? Oder das ist jetzt genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Nicht? Also das ist schon so, dass man solche Ausreißer wird empirisch feststellen können. Mangelndes Vertrauen prägt auch die vorherrschende Stimmung gegenüber der Europäischen Union. Also die Mehrheit hat kein Vertrauen in die Europäische Union. Wenn ich mir vorstelle, ich glaube 1995 sind wir der Europäischen Union beigetreten, also wir haben nächstes Jahr 10 Jahre EU, wo also mit großer Euphorie 2/3 Österreich sich gefreut haben, dass wir Teil dieses Europas sind. Und jetzt haben wir eigentlich kein Vertrauen mehr in die Europäische Union. Das ist eigentlich eine ganz schlimme Geschichte. Und wir sollten eher die Verantwortung wahrnehmen, hier das Vertrauen in diese Institutionen zu stärken, als durch so tagespolitisches Hickhack, wie es jetzt wieder herauskommt, also noch weiter diese Institutionen schwächen. Also es hat überhaupt keinen Sinn, wenn sich die EU-Abgeordneten in Österreich gegenseitig anschütten. Am Schluss stehen dann alle da angeschüttet und haben für die Institution nicht wirklich was Positives geleistet. Also das ist ein Trauerspiel in Wirklichkeit, was sich hier abspielt. Der Bundespräsident hat lange Zeit einen besonderen Status gehabt, weil er im Regelfall außerhalb tagespolitischer Auseinandersetzungen stand und in der Zeit vor Waldheim von kritischer massenmedialer Berichterstattung weitgehend verschont blieb. Also ich kann mich auch erinnern an Öffnungen der Welser Messe, und wir sind ja hier ein sehr zentraler Ort in Österreich, der regelmäßig den Bundespräsidenten zu Gast hat, der immer die Welser Messe eröffnet. Staunen sind die Leute dort gestanden, da das Auto des Bundespräsidenten vorbeigefahren ist. Manche haben da nur stundenlang, weiß ich nicht, dem Auspuff nachgeschaut, ganz verzückt. Der Bundespräsident war da. Das ist ganz was Heiliges. Dann hat das ein bisschen gelitten mit der Waldheim-Affäre und jetzt überhaupt die Institutionenkritik macht auch vor dem Bundespräsidenten nicht Halt. Der amtierende Bundespräsident, wir haben ja noch einen amtierenden Bundespräsidenten, wir kriegen dann auch wieder einen amtierenden Bundespräsidenten, er freut sich zunächst unangefochtener Vertrauensbasis und später ist er dann punktuell in das Kreuzfeuer der massenmedialen Kritik. Und das schlägt sich dann schon nieder. Also das ist so das Sturmfeuer. Nicht? Man schießt auf eine Festung, bis die Mauern brechen und dann wird gestürmt. Das gibt es auch, wenn Medien sich auf einen Präsidenten oder auf einen anderen Politiker einschießen, dass das Vertrauen verloren geht. Die Entwicklung des Institutionenvertrauens, also das ist das, was wir jetzt gerade diskutieren, das Vertrauen in Institutionen, wird in den 90er Jahren insbesondere bei Angehörigen der Unterschicht besonders ausgeprägter Confidence Gap. Das ist leider so, dass auch die österreichischen Politikwissenschaftler immer wieder solche Begriffe verwenden, haben immer wieder erlaubt, darauf hinzuweisen. Das ist eine Vertrauenslücke, die einfach die Bevölkerung in verschiedenen Institutionen hat. Gemeint ist Politik, Militär, Wirtschaft, Wissenschaft. Also dieser Confidence Gap, den merkt man auch beispielsweise beim Bundesheer, dass die Leute sagen, naja, also die Russen hätten wir nicht wirklich besiegt, wenn sie uns angegriffen hätten. Also das ist immer so dieses Misstrauen, nicht? Oder die Wissenschaftler machen eh diesen ganzen Gentechnik-Mais, mit dem sie uns vergiften wollen. Also dieses, und das passt also bei diesen Angehörigen auch der unteren Bildungsschichten, ist ganz grundsätzlich da eine Reserviertheit vorhanden. 2001 wiesen alle Implementierungsinstitutionen, das sind also die Gewerkschaft zum Beispiel, und die Massenmedien ein höheres Vertrauensniveau auf als im Vorjahr. Also da muss 2000 nur schlimmer gewesen sein. Auch bei wettbewerbsorientierten politischen Institutionen war eine leichte Verbesserung Parlament, Regierung bzw. eine Stabilisierung wie beim Bundespräsidenten feststellbar. Gehen wir uns noch den Punkt. Viertens, das politische Informationsverhalten und politische Informationsstile. 70% der österreichischen Bevölkerung beteiligen sich häufig bzw. gelegentlich an politischen Diskussionen im Familien- und Freundeskreis. 29% führen in ihrem privaten Umfeld keine Gespräche über politische Themen, beteiligen sich nie an politischen Diskussionen. Ich meine, jeder Dritte. Jetzt muss ich mir schon fast Sorgen machen, nicht? Wenn eine Wahlbeteiligung über 70% liegt, dann nehmen auch Leute ihr Wahlrecht wahr, die von sich selber wissen, dass sie null Ahnung haben, dass sie null über dieses Thema mit irgendjemandem jemals gesprochen haben und wählen trotzdem. So gesehen müsste man froh sein, wo die 30% nicht wählen gehen. Aber das interessante Phänomen ist, die werden eh wählen. Die gehen eh hin. Das heißt, wir haben also Wahlen, wenn man das jetzt überspitzt formuliert, Politiker, die von 60% der Bevölkerung in Wahlen gewählt werden, wo nur 6 von 10 hingehen. Ja? Von denen, die dort hingehen, sind möglicherweise die Hälfte nicht in der Lage, überhaupt zu wissen, was sie dort tun. Und wenn ich jetzt feststelle, dass manche Leute mit 51% direkt gewählt sind,
von 6 von 10 Wählern, dann könnte man böse sein, das sind wahrscheinlich genau von denen, die nicht wissen, was sie tun. Ist natürlich völlig unzulässig, eine solche Verkürzung, weil sich das ein bisschen verteilt. Aber könnte man spaßhalber wirklich einmal sagen, nicht? Es ist ja kein Wunder, dass auf 51% Kampagnen die Nichtwissenden gewählt haben. Lässt sich sogar durch Statistik belegen, dass das möglich wäre. Aber interessant ist schon, dass es also hier, glaube ich, und das muss das Bemühen aller sein, hier politisches Verständnis einfach zu wecken. Und wenn ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen darf, dann haben wir einen Lehrgang konzipiert, der sich mit Political Education beschäftigt, den Master of Arts Lehrgang, wo wir insgesamt politische Bildung und die Vermittlung von politischer Bildung ausbilden wollen, weil ich einfach glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Der Prozentanteil derer, die sich zumindest gelegentlich an politischen Diskussionen beteiligen, hat sich nur unwesentlich verändert. Diese Nicht-Diskutierer, wie sie hier fachlich bezeichnet werden, bleibt unverändert. Also ein Drittel ist einfach unempfänglich für diese Themen, diskutiert nicht. Die tagesaktuelle Fernsehberichterstattung ist für 4 von 5 Österreichern mit Abstand wichtigste politische Informationsquelle. Das heißt, wenn sie es in den ORF schaffen, na dann haben sie es geschafft. Darum ist auch der Kampf und die Begehrlichkeit der Parteien und den ORF so groß. Darum wird er so jederzeit interveniert. Und die ORF-Reporter stöhnen die ganze Zeit, dass alle Parteisekretariate anrufen und zählen, wie viele Sekunden war unser Parteivorsitzender im Fernsehen und der andere nicht, ohne mal zu hinterfragen, ob es nicht eh günstig ist, wenn manche nicht so oft im Fernsehen sind, damit sie nicht den positiven Eindruck, den man haben könnte, selber nachhaltig zerstören. Also allein dieses Sekundenzählen ist natürlich schlecht. Aber es ist so, dass es das wichtigste Medium ist. Und vor 40 Jahren haben erst 11% das Fernsehen als primäre politische Informationsquelle benutzt. Naja, auch kein Wunder bei den Möglichkeiten von damals technisch und auch inhaltlich. Bitte so spannende Sachen wie Report und so weiter hat es damals auch nie gegeben. Nicht? Da war auch die Berichterstattung, der Bundespräsident war in Wales. Super. An zweiter Stelle haben die Tageszeitung immerhin die Hälfte, aber auch das Radio darf man nicht unterschätzen. 4% mittlerweile politische Informationen vorwiegend aus dem Internet. 14% der Angehörigen der oberen Bildungsschicht bezeichnen Online-Informationen als ihre primäre Nachrichtenquelle. 74% der Wahlberechtigten werden durch eine Zeit im Bild Nachrichtensendung mehrfach im Wochenschnitt erreicht. 61% war das maximal ein Drittel. Unverändert ist der Prozentteil der Wahlberechtigten, die sich täglich der innenpolitischen Berichterstattung einer Tageszeitung zuwenden. Immerhin fast 3 von 10, die doch den politischen Teil einer Tageszeitung lesen. Das heißt, alles das, wo draufsteht Innenpolitik, ist für 7 von 10 Lesern der Zeitung trotzdem kein Thema. Darum sagen ja viele Politiker, wichtig ist, dass sie beim Sport draufstehen und nicht bei der Politik. Und darum ist auch diese Neigung der Politiker, Präsidenten, Ämter von Fußballvereinen und von Basketballvereinen zu übernehmen oder von irgendwelchen anderen Gruppierungen, weil man dann öfter möglicherweise gelesen wird oder gesehen wird. Auch hier im Wochenschnitt 61 waren es 6 von 10, die durch eine innenpolitische Berichterstattung in der Tageszeitung erreicht wurden. Ist ganz klar, wenn ich im Fernsehen weniger habe, dann muss ich mehr in der Zeitung lesen. Wir haben jetzt 52%, die Innenberichterstattung verfolgen. 9% nutzen ein bisschen das Internet. Man kann 60% der österreichischen Bevölkerung als aktive Nutzermassen medialer politischer Informationsmedien bezeichnen. Aktive Nutzer verfolgen regelmäßig bzw. mehrmals wöchentlich die Nachrichtensendungen im Fernsehen bzw. innenpolitische Berichterstattung in einer Tageszeitung. 15% sind politikdistante, regelmäßige Konsumenten der Fernsehnachrichtensendungen. Weitere 15% konsumieren zwar regelmäßig die politische Berichterstattung in Fernsehnachrichten und Tageszeitungen, nehmen dies aber nicht zum Anlass, auch in persönlichen Gesprächen politische Themen zu berühren. 5-7% der österreichischen Bevölkerung können mit Blick auf ihr politisches Informationsverhalten als politische Informationselite bezeichnet werden. Das heißt, jeder 20. kann man sagen, informiert sich wirklich ausreichend und kann vielleicht auch reflektieren, was er da liest oder hört. Angehörige dieser Gruppe verfolgen regelmäßig die politischen Berichterstattungen im Fernsehen, Tageszeitungen und Nachrichtenmagazine und nutzen darüber hinaus das politische Informationsangebot im Internet. Und ich bin also sehr froh, dass ausschließlich Vertreter dieser Gruppe bei uns im Lehrgang teilnehmen und darf Sie mit diesem Satz in die Pause entlassen. Thank you.
Ja, hättest du irgendwas Kritisches, dann kann ich das gleich einwenden bei der nächsten.